Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Herzlich willkommen. Heute begrüße ich Josef Muchitsch, langdienender Nationalratsabgeordneter, Chef der Gewerkschaft Österreichs, kann man sagen? Bauholz. Bau und Holz. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Du hast ja vor kurzem einmal den Spruch getätigt, Babler als linkes Schreckgespenst der Wirtschaft. Er soll ein bisschen nachgeben oder aufrücken. Stehst du noch dazu? Na, es geht darum, nicht Angst zu verursachen, sondern wenn man Forderungen erhebt, dass man sich auch wirklich gut erklärt, was damit gemeint ist, im Endausbau wann. Und das ist Gott sei Dank geklärt. Wir werden einer Zeit entgegengehen, wo die Arbeitszeiten sich automatisch verkürzen werden. Wir sprechen von der 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, vollmündig angekündigt, also ja, dass angegangen wird. Die Richtung soll die stimmen, Richtung also soll in die stimmen, Richtung. In Etappen, das heißt in Branchen, wo es möglich ist, das umzusetzen. Ist ja nicht überall möglich. Ich kann nicht gleich auf Knopfdruck auf 32 Stunden absenken. Aber dort, wo es möglich ist und wo die Wirtschaft das jetzt schon macht, soll man sie dabei unterstützen und motivieren, es zu tun. Es gibt viele Beispiele, wo wir eine 30-Stunden-Woche haben bei vollem Lohnausgleich. In welcher Branche? IT-Branchen zum Beispiel. Wir haben auch in der Gastronomie Branchen, die auf 36 Stunden reduziert haben bei vollem Lohnausgleich, um Mitarbeiter zu halten. Wir haben immer mehr in der Gastronomie eine 4-Tage-Woche auch, um Leute zu bekommen. Das heißt, wenn man das Ganze dann noch mitvermischt mit diesem Wandel in der Arbeitswelt, mit der Digitalisierung und mit der künstlichen Intelligenz, was ganz schnell auf uns zukommen wird. Also wir werden ganz andere Arbeitszeiten vorfinden und unabhängig, ob die Politik jetzt da eingreift oder nicht, das wird passieren. Aber ich kann ja nur aus der Praxis sagen, also meiner Praxis, meinem Café Eiles, ich habe 25 Mitarbeiter und 80% der Mitarbeiter wollen 6 Tage arbeiten und arbeiten auch 6 Tage, verdienen natürlich mehr. Habe ich da einen anderen Trend aufgefasst oder wenn man sagt, die Leute wollen weniger arbeiten, bei mir wollen sie alle mehr arbeiten? Das haben wir nicht gesagt, dass die Leute weniger arbeiten werden. Wir werden automatisch weniger arbeiten, weil wir die Arbeit auf mehr Menschen in manchen Branchen verteilen müssen. Außer wir diskutieren über eine Grundsicherung. Das halte ich aber für den falschen Weg. Also dort, wo es aufgrund der Entwicklung in der Arbeitswelt möglich ist, Arbeitszeit zu verkürzen, dort findet das schon statt. Wir arbeiten in Wirklichkeit ja alle länger, als wie die Normalarbeitszeit jetzt in diesem Land geregelt ist. Beispiel. Sprichst du jetzt von Arbeitnehmern oder Unternehmern auch? Arbeitnehmern über Kollektivverträge. Das heißt, wir haben Kollektivverträge mit 37-Stunden-Woche, wir haben 40% der Menschen arbeiten jetzt schon in der Normalarbeitszeit weniger als wie 40 Stunden, weil die Kollektivverträge 39 Stunden, 38,5 Stunden haben. Und trotzdem sind sie aber, wie du richtig sagst, 45, 47 Stunden im Betrieb bei Bedarf, wenn es notwendig ist. Das heißt, wir sind nicht faul in diesem Land. Die Menschen arbeiten wesentlich mehr, als was die Normalarbeitszeit betrifft. Dort, wo es notwendig ist, wird das gemacht. Und ja, ich hoffe, es wird auch allen bezahlt, weil immerhin 47 Millionen Überstunden in diesem Land wurden im Vorjahr nicht bezahlt, laut Aufzeichnungen. Also ich meine, es gibt natürlich auch, also was mir ein bisschen auffällt bei der SPÖ, dieses, wenn ich es jetzt Bashing sage, ist es ein bisschen zu viel vielleicht, aber dieses, der böse Unternehmer und die braven, einfachen Arbeitnehmer. Wird das nicht ein bisschen sehr plakativ oder sehr, sehr übertrieben? Also ich als Unternehmer fühle mich oft einmal sehr angegriffen durch solche Aussagen, weil ich zum Beispiel arbeite 80 Stunden. Ich bin natürlich selber schuld, ja, aber ich muss, ich will auch, mir macht es auch Spaß, auch mit 62 noch. Aber dieses immer die bösen Unternehmer, wir beschäftigen ja die Arbeitnehmer. Wir sind ja, ich wollte ja auch, dass es uns gut geht. Das ist dann die Wahrnehmung, die auch kommuniziert wird. Wahrnehmung und Wahrheit ist oft ein riesengroßer Unterschied. Fakt ist, böse Arbeitnehmer, ich glaube, den Begriff habe ich noch nie gehört. Fakt ist, es gibt halt auch leider auch schwarze Schafe, wie bei den Arbeitnehmern auch, die gibt es auch. Die schwarzen Schafe, egal in was für eine Gruppe, führen halt nicht gerade dazu bei, dass man sagt, es passt alles in diesem Land, es passt nicht, wir haben Lohn, wir haben Unterentlohnung, wir haben Lohn- und Sozialdumping.
Da ist schon noch einiges zu tun. Aber Fakt ist, was dieses Land ja immer aufgebaut hat und vor allem unter sozialdemokratischer politischer Verantwortung, ist es nicht nur den Menschen und den Beschäftigten in diesem Land besser gegangen, sondern auch der Wirtschaft. Denken wir zurück, dort, wo die Sozialdemokratie den Bundeskanzler gestellt hat, ist es ja nicht bergab gegangen, sondern es ist immer bergauf gegangen mit unserem Land. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch wieder so sein wird. Wir wollen das anstreben in verschiedenen Bereichen, in der Gesundheit, in der Pflege, aber auch in der Wirtschaft. Und wenn ein Andi Babler mal sagt, wir brauchen einen Transformationsfonds, ein schreckliches Wort, was ist das? Im Kaffeehaus ist der erste Frage, was ist das? Also einen Fonds mit 20 Milliarden Euro mindestens, um investieren zu können in Nachhaltigkeit, in Klimaschutz, in Netzausbau. Wir produzieren ja grüne Energie auf den Dächern von unseren Häusern, aber die Netze sind zu schwach, um den überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen, um anderen zugutekommen zu lassen. Da gibt es ja jetzt einen neuen Plan, ne? Der ist ja gestern beschlossen worden und die SPÖ hat dagegen gestimmt, oder? Nein, es ist ja noch nicht im Beschluss, sondern aber ist eigentlich ablehnend, oder? Seid ihr dafür? Den Plan kenne ich nicht, der gestern da irgendwo beschlossen worden ist. Genau, ja. Also es geht um diesen Fonds. Niemand hätte gedacht, dass Andi Babler sagt, wir brauchen 20 Milliarden Euro für die Wirtschaft, damit wir auch in Klimawandel, in Arbeitsplätze investieren können. Und ich glaube, das ist insgesamt ein Thema. Wir sparen uns ja in Europa kaputt gegenüber den anderen Märkten. Ne? Also wir machen eine Schuldenbremse, die Länder dran sind nichts mehr investieren, weil sie sagen, die Schuldenquote darf nicht steigen. Und ich sage, jeder Euro, jeder Cent, der dazu dient, nachhaltige Investitionen voranzutreiben, in Gebäudesanierung, in Leitungsnetzausbau, in Kinderbetreuungseinrichtungen, in Pflegeheime, das darf nicht unter die Verschuldung kommen. Das sind Investitionen für die Zukunft. Und woher nehmen? Also wir haben allein im Bereich der Steuerbetrugs schauen wir zu, wie 12 bis 15 Milliarden Euro im Jahr nicht an Steuern geleistet werden. Von den größeren Konzernen, oder? Ja. Jetzt sage ich mal, wenn ich ein ehrlicher Kaffeehausbetreiber bin, so wie du, der um 6 Uhr schon draußen rennt und die Blumen noch mal ein bisschen herricht, weil hast du mich beobachtet, das sehe ich, wenn ich auch um 6 Uhr in die Arbeit fahre. Ich arbeite auch 80 bis 100 Stunden in der Woche, freiwillig. Mhm. Wenn du zum Beispiel einen Euro nicht bezahlst oder zu spät bezahlst oder einen Arbeitnehmer aufgrund eines zweiten Einkommens eine Einkommensteuererklärung macht und er zahlt einen Tag später eine Steuer, die vorgeschrieben wurde, in der Vorschreibung, ja, bekommst du sofort eine Mahnung und der nächste Schritt ist schon eine Pfändung. Säumniszuschläge, Pfändung. Richtig, Säumniszuschläge und so weiter. Und das ist halt bei den internationalen Konzernen nicht der Fall. Mhm. Und da geht uns wirklich viel Kohle verloren. Da gebe ich dir vollkommen recht, das läuft irgendwie schief bei uns. Ja. Ja. Aber auch die Höhe der Besteuerung, wie stehst du dazu? Österreich ist ein Hochsteuerland, Hochbesteuerungsland. Wie kann man das einmal ein bisschen kletten? Man muss halt immer unterscheiden also wir sind jetzt nicht Europameister, wir sind aber auch nicht die Billigsten, ja, zugegeben. Egal welche Werte wir hernehmen, ob das in der Besteuerung ist, ob das in den Lohnnebenkosten ist oder ob das auch bei den Arbeitskosten ist, wenn ich ein Produkt herstelle. Wir liegen da überall so, entweder im ersten Drittel oder im zweiten Drittel. Aber wir bieten ja der Gesellschaft ja auch was. Ne? Also ich sage immer zu jenem, wenn er unzufrieden ist mit dem, was er da vorfindet, fahr ein paar Kilometer über die Grenze und versuch das dort. Ja? Da gebe ich dir vollkommen recht. Egal, ob in der... Natürlich ist die Krankenversorgung in den letzten Jahren runtergefahren, weil den Patienten haben eine Milliarde gestohlen und nicht gegeben. Da müssen wir wieder besser werden. Aber trotzdem haben wir ja ein Land aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, das schon in ein System eingebettet ist, ob Sozialsystem insgesamt oder ob das jetzt Kranken-, Pension- oder Unfallversicherung ist. Mit diesen Lohnnebenkosten, das System leistet ja was für die Menschen dafür. Und wenn ich diese Leistungen reduzieren will, dann muss ich halt senken. Wenn ich senke, dann brauche ich dann aber mir auch nicht wundern, dass die Menschen weniger Leistungen vorfinden. Das heißt, ihr seid generell gegen eine Lohnnebenkostensenkung, wie es ja überall gefordert wird? Wir sind gegen eine Lohnnebenkosten, die dazu führt, dass Leistungen reduziert werden.
dass man im Steuersystem etwas anders gestalten kann, weil der Faktor Arbeit, wo du jedes Monat Beiträge für deine Dienstnehmer abliefern musst, wo du sagst, warum eigentlich muss ich über den Faktor Arbeit einen Familienlastenausgleichsfonds finanzieren, weil den finanzieren andere Länder über die anderen Steuermittel. Ja. Mhm. Also ich bin ja dafür, und das ist ja die Position der Sozialdemokratie, jene Wirtschaftsbereiche, die personalintensiv arbeiten müssen, um überhaupt Umsätze zu erreichen, die müsste man ja steuerlich, nicht bei den Lohnnebenkosten, sondern steuerlich entlasten. Und jene Wirtschaftsbereiche, die mit wenig Beschäftigten eine Mörderkohle machen, den muss ich ja höher besteuern. Das heißt, das Steuersystem, Steuersystem soll ja steuern. Wir werden das aber nicht ewig aushalten in der Finanzierung, dass wir über den Faktor Arbeit dieses Land finanzieren. 80% der Steuernahmen ist über den Faktor Arbeit und die Umsatzsteuer. Das heißt, man muss schon nachdenken, wie man Wertschöpfung in Zukunft anders besteuert, nämlich dort, wo keine Menschen notwendig sind, um Wertschöpfung und wo Gewinne erzielt werden. Ich habe nachgelesen, dass Lohnsteuer, Einkommensteuer und die Mehrwertsteuer eigentlich nur 39% ausmachen, nur allerdings, und 50% in die Lohnnebenkosten, um die Ausgaben zu finanzieren. Also da muss sich was ändern, dass es für alle gerecht ist. Ne? Ja. Wir wollen ja eigentlich, dass es den Arbeitnehmern und den Unternehmern gut geht. Und dass es schwarze Schafe gibt, ist klar, so oder so, weil das System wird ja auch von vielen Arbeitnehmern ausgenutzt, ja? Punkt der Sozialleistungen und so weiter. Wie stehst du eigentlich so mit Arbeitslosengeld, wie es jetzt läuft? Ja, also wir haben ja derzeit rund 370.000 Arbeitssuchende. Aber das muss man sich vorstellen wie in einem Kaufhaus oder einen Laden. Ich gehe rein und da habe ich die Regale. Und Fakt ist, pro Jahr sind rund 1 Million Menschen arbeitslos gemeldet. Mhm. Das heißt, die werden ja von den Unternehmen gekündigt, kommen zum Arbeitsamt, kommen dann ins AMS, Klammer auf Regal, und werden dann dort wieder abholbereit vermittelt für andere Firmen, andere Branchen. Das heißt, man muss ja wirklich ehrlich sagen, das AMS vermittelt ja pro Jahr über 700.000 Menschen wieder in andere Jobs oder in andere Firmen in dieser Branche. Also wir haben, und die Verweildauer in der Arbeitslosigkeit ist im Schnitt so an die 120 Tage, also unter 4 Monate. Aber wir haben halt auch Leute, die werden von der Wirtschaft nicht mehr genommen, weil sie halt auch vielleicht nicht mehr kennen, weil sie Handicaps haben. Oder auch nicht wollen. Das gibt es natürlich auch. Wir müssen das ansprechen, dass viele Leute nicht arbeiten wollen. Ja, also war ja überhaupt in den letzten Jahren. Ja, also Corona, die Mehrheit will arbeiten, weil jeder kennt irgendjemanden, der ist über 50, der will noch arbeiten, der braucht noch Versicherungszeiten und, dass er eine Pension sich arbeiten kann, von der er leben kann. Diejenigen, die Handicaps haben, die sind nicht mehr erwünscht. Ja? Also die bringst du im ersten Arbeitsmarkt nicht mehr unter. Diejenigen, die keine Handicaps haben und aus deiner Sicht unwillig sind, ja, da haben wir jetzt Sanktionen. Ja? Aber man soll jetzt nicht den kleinsten Teil, der nicht will, jetzt dazu benutzen und zu sagen, das sind alles Arbeitsunwillige. Das heißt, 1 Million geht hinein ins Arbeitsamt und die gehen dann wieder raus und arbeiten eh weiter, weil das Arbeitslosengeld im Durchschnitt von 35 Euro beim Mann und 32 Euro bei der Frau am Tag, das ist nicht gerade viel. Aber wenn es jemanden gibt, ja, in einem Familienverband, der sagt, ich bleibe jetzt einmal ein paar Monate zu Hause, ja, dann ist das ein anderes Thema. Aber ich will nicht, dass man alle, die halt irgendwie arbeitslos waren oder sind, als arbeitsunwillig darstellt. Schau, ich war selber 6-mal in meinem Leben arbeitslos. Ich auch 2-mal. 6-mal. Ich war 6-mal in meinem Leben arbeitslos, aber nie freiwillig. Und ich habe am Bau eine Lehre gemacht und im Winter, da haben wir strenge Winter gehabt, da sind wir halt 2, 3, 4 Monate beim AMS abgestellt worden, weil du im Schnee halt kein Haus bauen kannst. Das geht halt nicht. Mhm. Heute ist alles ein bisschen anders, Klimawandel. Aber mein jetzt aus meiner Erfahrung, wie ich das erste Mal arbeitslos geworden bin, war ich 18. Ich habe eine schöne Lehrlingsentschädigung gehabt. Am Bau haben wir die höchsten Löhne und die Lehrlingsentschädigungen.
Ich habe mir gedacht, super, jetzt stempeln wir mal. Ne? Jetzt gehen wir ein bisschen Pyjama-Party und ein bisschen in die Discos. Hol ein Trio, jetzt tun wir mal ein bisschen Leben die nächsten paar Monate. Ne? Es war aber nur beim ersten Winter so. Im zweiten, wo du eine Partnerin hast, ja, die schwanger ist, wo du dann mit wenig Geld auskommen musst, 3-4 Monate, da haben wir jeden Schilling zusammengekratzt, damit wir als Heizöl bei der Tankstelle mit dem Kanister holen haben können, ja, zum Einheizen. Ja. Also arbeitslos sein, arbeitslosen Zeiten sind wirklich tote Zeiten. Die bringen keine Menschen etwas bei seinem Lebenseinkommen. Mhm. Wenn wir das Thema Steuern noch abschließen, dein Standpunkt zur Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, soll es besteuert werden? Österreich ist einer der ganz wenigen Länder, die keine Erbschaftssteuern haben. In 13 EU-Ländern haben wir das und das ist kein Problem. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es den Menschen vermittelt. Wenn die Frage gestellt wird, bist du für Steuern bei Millionenerben, haben wir 67% Zustimmung. Das heißt, wenn jemand bei Millionenerben, haben wir die Zustimmung. Wenn du fragst, bist du für eine Erbschaftssteuer, hat jeder Angst, vielleicht erbe mal was, bin ich dagegen. Das heißt, ihr wollt eine Grenze, wenn eine Million, oder? Wir wollen ab einer gewissen Grenze einziehen. Das heißt, bei wirklichen Millionenerben. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist nicht das Problem, das zu machen. Ob es einmal politische Mehrheit dazu gibt, wissen wir nicht. Bei der Millionärsteuer. Ja. Vermögensteuer, nennt man das Millionärsteuer? Okay, ja. Millionärsteuer, weil Vermögen heißt wenn ich einen Gartenhäusl habe mit 80.000, habe ich auch schon Angst, dass ich ein Vermögen habe. Deswegen der Begriff Millionärsteuer, ob einer Million. Da muss man aber auch sagen, da ist klar das neue Modell bei uns, dass Eigentum, was Hauptwohns ist, was Häuseln, was Eigentumswohnung ist, die sind herauszurechnen. Mhm. Das geht nicht. Das hat sich jeder mal irgendwo geschaffen. Da brauche ich nicht nachher nochmal für etwas. Wurde auch schon versteuert, ne? Wurde schon versteuert, da brauche ich nicht nochmal was drauflegen. Guter Ansatz. Ja. Wie siehst du jetzt den allgemeinen Zustand der SPÖ? Ja, wir haben durchwachsene Monate hinter uns. Jetzt sage ich bewusst die letzten 12 Monate. Wir erinnern uns, Mitgliederbefragung. Aus 3 Kandidaten wurden 2 Kandidaten. Es gab einen Sonderparteitag im Juni, wo zuerst aufgrund einer Excel-Liste ein anderes Ergebnis rausgekommen ist. Also das waren schon sehr durchwachsene Wochen und Monate. Ich würde sagen, harte Zeiten, oder? Harte Zeiten. Dann ist im November der nächste Parteitag gekommen. Andi Babler ist von 54% auf 88% Zustimmung gestiegen. In diesen wenigen Monaten, wo es vorher noch 2 Lager gegeben hat, eine Riesenherausforderung. Er ist unser Spitzenkandidat und jetzt geht es halt darum. Wird er akzeptiert? Also hast du das Gefühl, dass er für den, sagt man jetzt noch Genossen eigentlich, dass er jetzt überholt oder sagt man Genossen? Ja. So akzeptiert und sagt dann, ja, vorzeigbarer Kandidat, ja, wir stehen dahinter. Ja, er ist unser Kandidat, er ist aus meiner Sicht auch vorzeigbar. Warum? Weil er authentisch geblieben ist. Er verstellt sich nicht. So wie er ist, ist er. Dort, wo er die Menschen trifft, wo er in die Versammlungen ist, bei den Veranstaltungen ist, dort punktet er irrsinnig, weil er sich nicht verstellt. Aber weil unter er so seinesgleichen, da geht es zu den Veranstaltungen. Auch bei anderen, die sagen, okay, ist ein ganz anderer Typ. Ja? Ist ein ganz anderer Typ. Und jetzt geht es halt darum, und da sind wir uns ja einig, dass wir jetzt auch zusätzlich nur mehr Dinge ansprechen müssen, wo wir sagen, was bringt uns jetzt nach oben? Mhm. Weil wir haben ja ein Ziel, wir wollen ja nicht, dass die FPÖ Erster wird. Also das muss ja das Ziel der ganzen Republik sein, außer jenen, die sagen, ziehen, glaube ich, alle Parteien im gleichen Strang. Ungarn zurück zur Monarchie mit Österreich, Orban hoch, keine Ahnung. Also alle, die das verhindern wollen, müssen ja eigentlich sagen, wir müssen was anderes wählen. Ja? Mhm. Und jetzt versuchen wir natürlich schon auch mit Themen und klaren Vorgaben zu sagen, wenn es uns wählt, was ist unser Ziel? Und unser Ziel ist ganz klar im Bereich der Armut, vor allem in der Kinderarmut, im Bereich der Gesundheit. Da reden wir so wenig drüber. Ich habe mit dem Pfenniger darüber geredet. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Ich sage dir nur ein Beispiel. Ja. Es hat vorgestern eine Pressekonferenz gegeben. Die SPÖ, also der Andi Babler, hat seinen ExpertInnenrat präsentiert. Und die erste Frage des Journalisten war,
Ja, und haben sie jetzt im Burgenland auch Wahlkampftermine geplant? Das hat nichts mit den Themen zu tun. Das heißt, die Medien versuchen schon, alles zu personifizieren und auch zu spalten. Ich sage ganz bewusst spalten. Ja. Weil es obliegt schon den Medien, was berichte ich und was berichte ich nicht. Und klar, es ist interessant, jetzt die Themen sind nicht interessant. Dass Doskozil sich noch immer stört oder auch nicht stört, er sagt zwar, er macht nichts, aber irgendwie kommt immer so eine Spitze. Es wird dann wieder so lange gesucht, bis einer wieder mal sagt, ja, ich würde das irgendwie anders machen. Das heißt, wir müssen in der Sozialdemokratie natürlich alles darauf auslegen und die Strategie anlegen. Die Medien werden wir nicht hinter uns haben, die uns hochschreiben, wie es damals bei Kurz passiert ist. Die werden wir nicht haben hinter uns. Das heißt, wir müssen halt in der Fläche aktiv werden und unsere Netzwerke aktivieren. Mhm. Aber glaubst du, dass ja für die Sozialdemokratie, Stichwort Gusenbauer, Stichwort Kleingartensiedlung und so weiter, dass es sehr geschadet hat oder sehr schadet? Ja, es kommt darauf an, wie man es polarisiert. Ich meine, Alfred Gusenbauer ist 2008 ausgeschieden, ist seitdem einfaches Parteimitglied und das ist es. Mhm. Aber wenn man das dann so hochschreibt und hochdramatisiert, ja, dann ist es halt ein Thema in der Gesellschaft. Natürlich sind das alles Themen, die nicht angenehm sind, aber das ist in Wirklichkeit nichts gegen das, was in den anderen Parteien abgeht. Ne? Also die FPÖ ist diejenige, die keinen Moment auslässt, irgendwas zu nutzen, um die Gesellschaft zu spalten, bietet aber nicht die Lösungen an. Ja? Und die ÖVP, ja, je länger wir untersuchen, desto mehr Korruption wird sichtbar. Wir sind schon in einem Dilemma, was die Glaubwürdigkeit der Parteien insgesamt betrifft. Weil die Leute unterscheiden dann nicht, sagen, seid ihr alle die gleichen und die Parteien. Seid ihr in der Politik. Ja, seid ihr in der Politik. Ja, aber ist es dann machbar, wenn ich dann, ich nehme ja an, dass es nach der Wahl einen Wahlsieger geben wird, vielleicht einen eindeutigen oder vielleicht hoffentlich nicht mehr so, aber dass es eine breite Koalition geben könnte, also eine Drei-Parteien-Konstellation mit SPÖ, ÖVP und entweder Neos oder Grüne? Also eine Drei-Parteien-Koalition ohne FPÖ kann es nur geben, wenn sich FPÖ und ÖVP nicht ausgeht. Mhm. Wenn sich FPÖ und ÖVP ausgeht, dann gibt es diese Neuauflage von 2017. Glaubst du, dass die aufspringen, auch als Zweiter? Ich glaube schon, weil die Regiebücher dazu sind geschrieben. Wir haben sie in Niederösterreich gesehen bei der Landtagswahl. Wir haben sie in Salzburg gesehen bei der Landtagswahl. Wenn man dann sagt, ja, aber mit der FPÖ, die waren halt wesentlich einfacher und die SPÖ hat mit den Forderungen übertrieben, was ein kompletter Schwachsinn war. In Niederösterreich hat es von 18 Punkten nur mehr 6 gegeben. Und dann hat man gesagt, da ist noch immer ein Punkt zu viel. In Wirklichkeit hat man hinterrücks alles auspackelt gehabt. Das war so wie 2000, wenn man sich erinnert, Viktor Klima war Erster. Wir haben verhandelt über 3 Monate und auf einmal hat es geheißen, es geht nicht. Aber wir brauchen doch eine Regierung und der Jörg Haider springt halt ein. Weißt und du, dass der Pakt in Eiles geschlossen wurde? Das habe ich gehört. Ja. Vielleicht wäre es gescheiter gewesen, wenn du an diesem Tag geschlossen hättest. Da war ich noch nicht da, weil sonst hätte ich geschlossen. Ja, genau. Aber weißt du, dass ich in Eiles auch das erste Mal die Annäherung der ÖVP mit den Grünen gegeben hat, wo sie weit weg voneinander gesessen haben, wo sie gesagt, nicht zusammensetzen. Aber ich habe ein bisschen was dazu beigetragen. Ja, ja. Genau. Ich werde jetzt viel öfter im Eiles sein. Genau, also neu, dass wir neue Konstellationen finden. Genau. Das ist noch eine private Frage. Du bist ja wahnsinnig engagiert, finde ich. Du bist ja in Wien, du lebst ja in Leibniz, gell? Mhm. Deine Familie, ist dir noch eigentlich einverstanden, dass du so engagiert bist? Und deine du hast 3 Töchter oder 3 Kinder? Ja, 3 Kinder, eine Tochter, ja. 2 Söhne. Ja, wie gehen die damit um? Sie sehen dich eh im Fernsehen immer, ja? Ja. Aber schwierig? Ja, das ist sehr, sehr schwierig, ne? Aber es wird, also es ist nicht willkommen, aber es wird akzeptiert. Also sie wissen, dass du brennst, dass du eine Aufgabe hast, die du gerne erfüllst. Und es ist oft so, jetzt meine Frau ist so politisch interessiert, gell? Die liest 2 Tageszeitungen am Tag und schaut die Nachrichten. Mhm. So, jetzt Sonntag schauen wir gemeinsam den Tatort an, ja, und dann steigen ins Auto und fahren nach Wien.
bereite mich vor auf den Montag. So, dann komme ich Freitag in der Nacht oder Samstag am Nachmittag heim, denke, okay, jetzt runterfahren, keine Politik, nichts. Fängt meine Frau an zum Politisieren, wie siehst du das, okay, und was das geht. Und genauso die Kinder. Ne? Also es ist eine sehr politisch interessierte Familie, und es wird akzeptiert. Und ja, also ich hätte nie gedacht, dass meine Kinder, die jetzt ja alle schon erwachsen sind, kommen und sagen, wir wollen mit euch zwei auf Urlaub fahren. Das ist ja etwas komplett Untypisches. Ne? Mhm. Wenn die Kinder großartig sind, dass sie sagen, wenigstens den Urlaub wollen wir gemeinsam verbringen und machen wir was. Ja, und der Sonntag, ehrlich gesagt, ich bin bis Sonntag zum Mittag auch unterwegs bei Veranstaltungen in der Südsteiermark, aber Sonntag, Mittag und der Nachmittag bis Ende Tatort, der ist mir heilig. Frau, der ist mir heilig. Da kommen auch alle Kinder. Immer wieder Sonntag. Kommen alle Kinder am Sonntag und da wird was gemeinsam gemacht im Garten und das passt. Ja, super. Schön, dass du da warst und ich wünsche dir viel Erfolg für die Wahl, dass sich irgendwie alles ausgeht. Ja. Und natürlich mehr Zeit für die Familie dann irgendwann in Zukunft. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns wieder im Eiles. Gerne. Danke, gerne. Danke. Danke dir. So, und als nächsten Gast im nächsten Podcast begrüße ich Gary Kessler, Liveball-Veranstalter und Wunderwutzi, der es noch viel vorhat. Danke fürs Zuschauen.